Hallo liebe Leute, heute ist der 13. Dezember und auf geht das nächste Türchen. Alter Schwede. Höchstes Erstaunen, Überraschung, aber auch Bewunderung äußert jemand, der sich dieses Ausrufes bedient. Er wird im Sinne von Donnerwetter gebraucht. Und das schon seit sehr langer Zeit. Kaum war der 30-jährige Krieg beendet, war Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg, genannt der große Kurfürst, im schwedischen Heer Ausbilder für seine Truppen an. Da die meisten eigenen Unterführer gefallen waren, wurden diese schwedischen Soldaten, die sich ausgezeichnet auf soldatische Handwerk, besonders aber auf den Drill verstanden, als Korporale für die Ausbildung eingesetzt. Unter den jungen Soldaten machte sich schnell der Begriff alter Schwede für ihre ausländischen Vorgesetzten breit und fand bald auch Eingang in die Umgangssprache. Soll also bedeuten, dass die Ausbilder damals altgediente Soldaten waren und eben vornehmlich aus Schweden kamen. Ja, und die haben den Soldaten dann eben Drill beigebracht. Hat also weder mit dem Käse zu tun, noch mit sonst irgendetwas, sondern ist, wie alle anderen Redensarten, auch irgendwo dem Militärischen entliehen. Vielen Dank fürs Zuhören, habt einen schönen Tag und morgen am 14. Dezember geht es weiter. Tschüss!